Herzlich willkommen, Marcel Halstenberg. Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sind. Zum ersten Mal im aktuellen Sportstudio. Marcel Halstenberg. Und wir haben Julian Nagelsmann gerade gehört, der sagt, Sie schlafen gerne ein bisschen länger und ausführlicher. Das müssen Sie uns erklären. Ja, das täuscht ein bisschen. Ich habe einen Zimmerkameraden mit Yusuf Paulsen, der, glaube ich, von 11 bis 11 Uhr schlafen kann und auch jede freie Zeit nutzt, um auszuschlafen. Klar, nehme ich mir auch die Zeit, schlafe gerne aus, wenn es geht. Das ist aber dann auch eine normale Zeit, 9 bis 10 Uhr. Dann bin ich auch hellwach und voller Tarn dran. Also bis 9 oder 10? Genau, richtig. Naja, das ist ja jetzt schon relativ lang, sagen wir mal so. Ja, gut, also klar. Aber Sie sind nicht derjenige, der früh ins Bett geht. Also Sie müssten jetzt noch nicht im Bett sein. Nein, noch nicht. Also im Normalfall gehe ich dann auch um 23, 30 ins Bett. Und, okay, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Es gab diese Woche auch, deswegen frage ich das, einen Schlafworkshop bei RB Leipzig. Werden wir gleich noch vertiefen. Aber jetzt mal zu Ihrem Kollegen, der eigentlich hier sein sollte, leider nicht hier ist. Lukas Klostermann sollte mit Ihnen zusammen heute ins Sportstudio kommen. Die Flügelzange von RB Leipzig und von der deutschen Nationalmannschaft zusammen. Konnte leider nicht kommen, weil er Kniebeschwerden hatte, hat aber eine Videobotschaft geschickt. Hallo zusammen, hier ist Lukas Klostermann. Leider konnte ich aufgrund einer kleinen Verletzung heute nicht beim Spiel in Frankfurt mit dabei sein und kann Halste heute auch leider nicht an der Torwand unterstützen. Ich muss allerdings zugeben, dass die meisten im Vorfeld, mit denen ich gesprochen hatte, Halste eh mehr zugetraut haben als mir. Und von daher bin ich heute sehr gespannt auf die Performance. Also viel Erfolg. Hat er vielleicht nur gekniffen wegen der Torwand? Was heißt das? Was wird Ihnen zugetraut? Was müssen Sie schaffen, damit Sie sich nicht blamieren vor den Jungs? Ein guter Kumpel hat mir heute noch mal geschrieben, eine Stunde vorher, und meinte mindestens 2 Treffer. Und ich meinte, mit 2 Treffern bin ich schon zufrieden. Okay, na dann warten wir es ab. Freuen uns auf jeden Fall, dass Sie da sind. Nochmal gute Besserung an Lukas Klostermann. Es ist zum Glück nichts Schlimmes mit dem Knie, ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und freue mich dann, mit ihm nachher zu reden über die EM und natürlich auch über das Meisterrennen, ist ja klar. Er hat Europameisterschaft gesagt. Das ist die Europameisterschaft noch. Hätten Sie ihn gern dabei? Klar möchte ich auch gerne dabei sein. Ob jetzt Thomas Müller dann dabei ist oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Nein, Stand jetzt wollte ich sagen, egal. So, von Stand daher, genau, wie ich schon gesagt habe, gibt es erstmal wichtigere Sachen bis zum Turnier. Die Bundesliga, den Meisterkampf. Richtig. War ja schon eine Kampfansage von ihm gerade. Ja, natürlich. Gerade nach so einem Spiel haben sie erstmal gezeigt, dass sie da zu Recht oben mitkämpfen wollen, an uns vorbeiziehen möchten. Klares 5-0 gegen Schalke, das muss man auch erstmal daheim dann so schaffen. Und in 2 Wochen kommt es ja dann zum ganz großen Duell Bayern gegen Leipzig. Ich erinnere mich an letzte Saison in der Rückrunde, gab es ja auch eine Aufholjagd des FC Bayern. Und dann gab es dieses Spiel Bayern-Dortmund 5-0. Also man hat das Gefühl, die Bayern in der Rückrunde sind schon immer ein bisschen eine andere Mannschaft als in der Hinrunde. Auf was machen Sie sich da gefasst, auch gerade bei diesem Spiel in 2 Wochen? Ja, wie man heute gesehen hat, wird es auf jeden Fall schwer, das Tor da sauber zu halten. Klar wollen wir auch hinfahren und zeigen, was wir können, wollen zeigen, dass wir da mithalten können. Heute haben wir leider das Spiel verloren, hinten raus dann auch verdient, weil wir in der ersten Halbzeit gute Chancen hatten, leider kein Tor gemacht haben. Schauen wir uns gleich dann noch in Ruhe an. Ja, und gucken wir dann mal. Und die Tabelle gucken wir dann gleich auch noch. Also in 2 Wochen das Duell Bayern gegen Leipzig, in einer Woche auch Spitzenspiel Leipzig gegen Gladbach. Gladbach also der nächste Gegner von RB Leipzig, aber heute ging es erstmal nach Frankfurt. Und wir haben schon kurz darüber gesprochen, es gab in dieser Woche eine sehr spezielle Trainingseinheit, nenne ich es mal, einen Schlafworkshop. Was hat es damit auf sich gehabt? Bei Leipzig guckt man halt noch mal besonders über den Tellerrand hinaus und guckt, dass man da alles optimiert, was Ernährung angeht, was Schlaf angeht, was das ganze Umfeld angeht. Und deswegen haben wir da jemanden aus England einfliegen lassen, der uns da mal noch mal hilft, bestimmten Input zu
bekommen. Und was haben Sie gelernt? Wie schläft man besser? Dass man 5 Zyklen am besten schlafen sollte am Tag oder halt auch nachts über 90 Minuten. Also 5-mal am Tag sollte man schlafen? Also es kommt immer auch drauf an, was für einen Job man hat, aber er hatte... Ja, in der Tat. Ja, keine Frage. Und gut, er gut, hat... Manche schlafen auch am Arbeitsplatz. Soll es auch geben. Beim Fußball wird das, glaube ich, eher schwer möglich, aber eher schwer. Nee, dass man da halt gucken sollte, dass man 5-mal 90 Minuten entweder den Tag aufgeteilt schlafen sollte oder halt, ja... von nachts dann nochmal 7 Stunden 30. Und Cristiano Ronaldo soll ja angeblich auch 5-mal 1,5 Stunden am Tag schlafen. Soll angeblich sein Geheimnis sein. Genau. Julian Nagelsmann hat ja gemeint, dass, also Sie sind ja Vater geworden und schlafen deshalb nicht mehr ganz so regelmäßig und meinte, dass es möglicherweise daran lag, dass Sie nicht ganz am Leistungslimit waren in der Hinrunde. Stimmt das? Ja, da kann er schon recht haben. Klar, es ist eine Umgewöhnung, womit man dann ein bisschen klarkommen muss. Meine Frau hält mir da auch den Rücken, stärkt mir den Rücken, guckt, dass ich halt trotzdem meinen Schlaf bekomme, auch wenn die Kleine ein, zweimal in der Nacht dann wach wird oder auch häufiger. Aber gerade vor Heimspielen ist es so, dass ich dann im Gästezimmer bei uns schlafe, dass ich dann gut vorbereitet bin. Und bei Auswärtsspielen sowieso im Hotel. Genau. Da können Sie auch ausschlafen. Mit Yusuf Paulsen haben wir gelernt, der ungefähr 12 Stunden schläft. Ja, die erste Niederlage seit Oktober für RB Leipzig und vor allem zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison keine Tore geschossen. 51 waren es ja bisher. Was war los heute mit der Leipziger Tormaschine? Ja, es sollte einfach nicht sein. Wie wir gesehen haben, wir hatten gute Chancen in der ersten Halbzeit. Timo, Nkunku über außen durch, aber nicht den richtigen Anspieler dann gefunden in der Mitte. Und war dann halt ärgerlich, dass wir da nicht in Führung gehen. Und dann haben wir ein bisschen unaufmerksam verteidigt beim Einwurf. Dann kommt natürlich so ein Sonntagsschuss am Samstag. Und, können wir uns auch nochmal angucken? Ja. Da waren Sie ja in der Nähe zumindest. Ja, ich probiere da Upe den Rücken zu stärken. Fehlt halt wirklich am 16er ein Stürmer, sag ich schon, ein Außenbahnspieler, der da die Deckung hält. Man muss ja auch sagen, Sie haben wirklich große Verletzungssorgen auch in der Innenverteidigung. Jetzt haben wir gerade Julian Nagelsmann gehört, der die Trainingsarbeit diese Woche kritisiert hat. Verstehen Sie das? Ja, auf jeden Fall. Er hat da den Finger, glaube ich, in eine Wunde nochmal auch mit Absicht drücken wollen. Und hat dann auch in der Kabine gesagt, dass wir die letzten 6 Wochen einfach, wenn wir in der Woche 11 gegen 11 getrainiert haben, 20 Minuten maximal, einfach nicht das gezeigt haben, was wir uns erarbeitet haben in den Videoanalysen und einfach nicht auf dem Platz gierig waren und da dann halt wirklich das Optimalste draus gemacht haben. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich glaube vielleicht an der Einstellung der Spieler, weil es dann am Wochenende immer funktioniert hat, dass wir, auch wenn wir jetzt in den letzten Spielen schlecht gestartet sind, in den ersten Halbzeiten immer ein Gegentor gekriegt haben, Rückstand geraten sind, haben wir es trotzdem irgendwie noch geschafft zu punkten. Und da war vielleicht die Einstellung bei den einen oder anderen nicht optimal. Und Sie haben das Stichwort Gier schon genannt. Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel dazu auch noch Folgendes gesagt. Das müssen wir einfach verstehen, dass es um Entscheidungen geht, die jeder für sich treffen muss. Wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht von ein bisschen weiter unten? Ist auch was Schönes. Und die Entscheidung muss man einfach auf dem Platz dann immer sehen. Ja, also Stichwort Gier ist ja heute schon mal gefallen. Thomas Müller hat nämlich vorhin gesagt, wir haben die unbedingte Gier. Ist denn Ihre Mannschaft titelgierig genug? Ja, wir sind eine sehr junge Mannschaft, haben einen sehr jungen Durchschnitt, aber wir sind trotzdem ja gierig auf Erfolg. Also wir haben jetzt noch nicht so vieles gewonnen oder generell ich in meiner Karriere, ich bin 28, habe noch keinen Titel in der Hand gehabt und natürlich wollen wir, aber wir müssen es auch in der Woche zeigen und halt auch am Wochenende dann zeigen, dass wir gewinnen wollen und da physisch halt auch gegenhalten gegen so eine Mannschaft. Kann natürlich auch sein, dass Julian Nagelsmann Sie insbesondere jetzt vor den nächsten entscheidenden Wochen gegen Gladbach, gegen Bayern so ein bisschen kitzeln wollte, wachrütteln wollte. Ja, er ist halt ein guter Trainer, der nochmal passende Worte direkt nach dem Spiel an uns wendet, dass wir da dann nicht erstmal einen Sonntag, einen freien Tag haben und dann Montag drüber sprechen, sondern direkt nach dem Spiel sagt er da, was ihm nicht passt, woran es gelegen hat aus seiner Sicht.
Und so hat er einfach die richtigen Worte getroffen. Wir können uns die Tabelle einmal kurz anschauen. Es ist alles ein bisschen kuscheliger geworden da oben, aber RB Leipzig ist auf jeden Fall noch vorne. Sie sind noch in der Pole Position, jetzt also einen Punkt vor den Bayern und zwei vor Gladbach. Sie haben den Titel gerade schon angesprochen. Sie haben noch keinen gewonnen. Sie sind auch vor nicht allzu langer Zeit erst aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen. Was würde Ihnen so eine Meisterschaft bedeuten? Ja, einiges. Wie ich gesagt habe, ich bin 28, würde schon gerne in meiner Karriere mal einen Titel gewinnen und was in der Hand haben. Klar, ist die Champions League toll. Die Platzierungen waren auch jetzt nicht so schlecht die letzten Jahre. Aber trotzdem strebt man da nach Erfolg, nach maximalem Erfolg und auch nach einem Titel. Wer jetzt auch wieder mittendrin im Meisterrennen ist, das haben wir an der Tabelle auch gerade gesehen, ist Borussia Dortmund. Stimmt es eigentlich, dass Sie als Jugendlicher BVB-Fan waren? Ja, klar. Also mein Bruder hat mich da rangeführt. Der ist 5 Jahre älter als ich und war halt auch schon von vornherein BVB-Fan. Hat mich dann mitgezogen. Wir waren ab und zu auch im Stadion und gerade in der Kulisse, gerade bei dem Verein. Sind Sie jetzt auch noch oder dürfen Sie das so öffentlich dann nicht mehr? Klar spiele ich für RB Leipzig und bin RB Leipzig-Fan, lebe diesen Verein, keine Frage. Aber ich denke, dass ich für Dortmund da auch noch ein Faible habe und da sagen kann, dass man da ein kleiner Fan von ist. Wenn man diesen Haaland so sieht, umso trauriger, dass er sich nicht für Leipzig entschieden hat? Ja, also heute auf jeden Fall. Das stimmt schon. Er ist, glaube ich, in den richtigen Positionen, wo er dann immer mal einen reindrückt. Wie man sieht, macht es natürlich auch überragend jetzt mit den 2 Spielen, 5 Toren. Also da haben sie auf jeden Fall einen Coup gelandet. Und erst 19 Jahre alt. Dafür hat Leipzig auch einen neuen Offensivspieler, Dani Olmo. Wurde heute dann bestätigt, kommt aus Zagreb. Spanischer Nationalspieler, 21 Jahre alt, absolutes Top-Talent. Auch ganz Europa hinter ihm her gewesen. Glückwunsch dazu. Danke. Dani Olmo, 21, Haaland 19. Bei Ihnen war der Karriereweg ja ein bisschen anders. Sie sagen auch selbst immer wieder, ich war eine Art Spätzünder. Also mit 25 in die Bundesliga, mit 26 Nationalmannschaft und nie für eine U-Nationalmannschaft gespielt. Warum nicht? Waren Sie damals noch nicht auf dem Level oder sind Sie übersehen worden? Ja, also meine Karriere hat eigentlich angefangen als Innenverteidiger. Gerade im Aufbauspiel war ich jetzt nicht der Schlechteste, bis es dann irgendwann in den Amateuren dann diese Positionsumstellung gab, linker Verteidiger. Und am Anfang habe ich gesagt, nee, ich möchte gerne Innenverteidiger spielen, ist entspannter, nicht diese Seite beackern, auf und ab laufen. Aber dann habe ich 5 Spiele hinten links gespielt und wollte das nicht mehr vermissen, weil man offensiv mehr eingreifen kann, mehr Gas geben kann und mehr Spaß hat dadurch auch. Und klar hat es bei mir ein bisschen später gedauert. Ich war einfach noch nicht bereit, mit 18 auf der ganz großen Bühne zu stehen, wie manche andere Spieler. Aber jetzt stehen Sie auf der ganz großen Bühne, jetzt spielen Sie auch in der Nationalmannschaft. Und der Höhepunkt war natürlich dieses Spiel im September in Nordirland. Wir können uns diesen wahrscheinlich schönsten Karrieremoment, gehe ich mal davon aus, von Ihnen bis dato noch mal angucken. Von rechts Lukas Klostermann, der Kollege, hat geflankt und dann kommt der Strahl. Das war ja nicht nur ein schönes Tor, sondern es war auch ein sehr entscheidendes, erlösendes, weil es das Entscheidende war in dieser Quali. Wie oft haben Sie sich danach noch angeschaut? Ich habe es, glaube ich, 2 Minuten später sozusagen von meinem Bruder geschickt bekommen, dann halt eine halbe Stunde später in der Kabine angeguckt und bestimmt 10 Mal, 20 Mal angeguckt. Und klar wird es dann überall auch gezeigt. So wie bei uns jetzt. Genau, richtig. Von daher sieht man es da nochmal häufiger. Also ein besonderer Moment für Sie, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es war, ich glaube, das schönste Tor, was ich gemacht habe, dann noch bei der Nationalmannschaft. Also ich glaube, ein schöner Moment. Und wir können uns mal anschauen, was der Bundestrainer über Sie sagt. Der Marcel ist eigentlich vom Charakter her sehr ruhig und ausgeglichen, aber vom Platz bringt er schon auch sehr viel Energie ins Spiel und sehr viel Dynamik und sehr viel Wucht auch. Also das Überraschende war für mich, dass er eigentlich von der ersten Nominierung und von seinem ersten Länderspiel, das war, glaube ich, in Wembley in London, irgendwie einen Platz in unseren Gedanken hatte, weil er hat einfach sich sofort irgendwie nahtlos eingefügt, ohne Nervosität und hat gut gespielt und all seine Spiele waren gut. Und? Das hört sich doch so an, als ob Sie für die EM planen könnten, oder?
klar wäre das auf jeden Fall, oder ist es ein Traum, ein Ziel auch, was greifbar ist. Klar haben wir auch, wie Thomas Müller so schön gesagt hat, viele entscheidende Spiele noch, die vor der EM sind. Aber ja, klar wäre das ein schöner Moment. Zumal Sie ja die WM wegen Ihres Kreuzbandrisses damals verpasst haben. Ja, also klar war es auch zu dem Zeitpunkt nicht sicher, dass ich nominiert werde. Ich habe mir Chancen. Sie waren auf einem guten Weg. Ja. Genau, würde ich auch behaupten. Nach so einem ersten Spiel für die Nationalmannschaft. Aber jetzt bin ich wieder bei vollen Kräften und bereit, mehr zu leisten. Die abschließende Frage kommt über Instagram und passt genau dazu. Wenn Sie sich entscheiden müssten, lieber Meister mit RB oder Europameister mit der Nationalmannschaft? Ja, also ich hoffe, meine Teamkameraden von Leipzig nehmen mir das jetzt nicht böse, aber ich glaube, die Europameisterschaft, den Titel, der ist nochmal höher angesehen und wäre natürlich schöner. Dafür wünschen wir alles Gute. Schönen Dank für den Besuch. Schön, dass Sie hier sind.